Auch für ihn ist es die erste Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Jeder vierte Arbeitsplatz hängt Deutschland ist die drittgrößte Handelsnation der Welt. Jeder vierte Arbeitsplatz hängt hierzulande direkt oder indirekt vom Export ab. Der Außenhandel hat entscheidend zu Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand in Deutschland beigetragen. Das zeigt, offene Märkte sind kein Selbstzweck. Wir brauchen offene Märkte für wettbewerbsfähige Arbeitsplätze, für ein breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen und für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. Und für diese Grundhaltung steht die CDU-CSU-Fraktion. Die europäische Handelspolitik steht heute vor gewaltigen Herausforderungen. Protektionismus ist in einigen Staaten wieder salonfähig geworden. Das sehen wir auch mit Blick auf die heutigen Nachrichten aus den USA. Nationale Egoismen und politischer Populismus sind überall auf dem Vormarsch. Es liegt in unserer Verantwortung, diesen Entwicklungen mit aller Entschlossenheit entgegenzutreten. Wer allerdings, wie es teilweise in den vergangenen Jahren zu beobachten war, mit gezielten Falschbehauptungen oder aus bloßem Unwissen die Ängste und Sorgen der Menschen vor Handel und Handelsabkommen schürt, der befeuert genau diese Entwicklung. Der schwächt die europäische Handelspolitik und lähmt die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Meine Damen und Herren, wir brauchen weder wirtschaftlichen Nationalismus noch Populismus in der Handelspolitik. Was wir brauchen, ist eine schlagkräftige europäische Handelspolitik, die neue Absatzmärkte sichert, den Waren- und Dienstleistungsaustausch mit Drittstaaten erleichtert und gleichzeitig die hohen europäischen Arbeits-, Umwelt- und Sozialstandards gewährleistet. Die Bundesregierung hat sich deshalb mit Nachdruck auch für den Abschluss des Freihandelsabkommens CETA eingesetzt. Das im September 2017 vorläufig in Kraft getretene Abkommen ist aus unserer Sicht ein handelspolitischer Meilenstein. Und die CDU-CSU-Fraktion steht deshalb auch voll und ganz hinter CETA. Aber um der FDP hier und heute gleich jedwede Hoffnung zu nehmen: Wir lassen uns ganz sicher nicht von Ihnen hier aufs Glatteis führen. Ihnen geht es mit der Vorlage des Entwurfs eines Vertragsgesetzes nämlich nicht darum, CETA zu ratifizieren und vollständig in Kraft zu setzen. Ihnen geht es darum, einen Keil zwischen uns und die SPD-Fraktion als unserem potenziellen Regierungspartner zu treiben. Denn Sie wissen nur zu gut, Sie wissen nur zu gut, wie intensiv und kontrovers in der SPD um CETA gerungen wurde und wie sehr das Abkommen auf der Kippe stand. Mit der SPD haben wir uns im Koalitionsvertrag ja darauf verständigt, CETA umfassend in Kraft zu setzen, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen. Und dazu gehört auch, dass das Bundesverfassungsgericht im Hauptsacheverfahren über die anhängigen Verfassungsklagen gegen CETA ablehnend entschieden hat. Und es wundert mich doch sehr, dass gerade die FDP, die sich immer als Anwalt der Bürgerrechte präsentiert, es jetzt so eilig hat, nichtmals das Urteil des Bundesverfassungsgerichts abwarten kann. Das zollt schon von wenig Respekt gegenüber einem Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland. Und es zeugt auch von einem fahrlässigen Umgang mit einem so wichtigen wirtschaftspolitischen Thema. In einem Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, sind wir uns dann aber vermutlich doch einig. Von Beginn, nein, oh, da bin ich gespannt. Vom Beginn der Handelsverhandlungen mit Kanada bis zum vorläufigen Inkrafttreten von CETA sind mehr als 8 Jahre vergangen. Das ist eindeutig zu viel. Wenn die Europäische Union und damit auch Deutschland im Wettbewerb mit anderen Wirtschaftsmächten nicht ins Hintertreffen geraten will, dann müssen Freihandelsverhandlungen mit Drittstaaten beschleunigt werden. Nur dann kann die Europäische Union auch künftig Maßstäbe für die Ausgestaltung globaler Handelsregeln setzen. Und hieran sollten wir alle ein Interesse haben. Nun zum Antrag der Linken. Ich bin schon
erstaunt, mit welcher Inbrunst sie jedweden Investitionsschutz ablehnen. Egal ob Investor-Staat-Schiedsverfahren, der in CETA verankerte bilaterale Investitionsgerichtshof oder der nun vom Europäischen Kommission geplante multilaterale Gerichtshof. Für Sie scheint der Investitionsschutz ja echtes Teufelszeug zu sein. Aber vor 2014, also vor der Diskussion zu Investitionsschutz in TTIP und CETA, habe ich keine Kritik von den Linken an den rund 130 deutschen Investitionsschutzverträgen gehört. Und das, obwohl in vielen dieser Investitionsschutzverträge ISDS verankert ist. Das verwundert mich dann doch schon sehr. Sie kritisieren, der geplante multilaterale Investitionsgerichtshof etabliere eine Paralleljustiz. Mit Verlaub, wenn Sie dieser Argumentationslogik folgen würden, dann müssten Sie ab sofort auch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Paralleljustiz brandmarken. Was wir brauchen, sind keine populistischen Forderungen, sondern einen funktionsfähigen und modernen Investitionsschutz, der vor willkürlicher staatlicher Enteignung effektiv schützt. Und deshalb unterstützen wir mit Nachdruck die Bemühungen der Europäischen Kommission, einen multilateralen Gerichtshof zu schaffen. Meine Damen und Herren, die CDU-CSU-Fraktion wird sich dafür einsetzen, dass die europäische Handelspolitik wieder an Schlagkraft gewinnt. Wir werden im Gegensatz zu anderen Fraktionen nicht die Axt an diese zentrale Säule der Europäischen Union anlegen. Denn wir wollen, dass der Außenhandel auch in unserem Land Motor für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand bleibt, im Interesse von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Verbrauchern und Unternehmen. Und das erreichen wir nur mit einer starken Europäischen Union. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Bernd Westphal, SPD-Fraktion.